Wir haben ja hier einen wunderschönen Tee stehen. Ich war mal so frei, ich habe meine Reste mitgebracht hier vom THC-Zucker. Das ist Blueberry-Zucker, das ist quasi THC infundiert, ja. Hier ist Nougat. Ich stelle das mal hier einfach rein. Und hier haben wir noch, was ist hier noch? Almond, also Mandel, genau. Ja. Ich habe ein paar Videos von ihm mir gestern noch reingezogen, dass ich nicht hier ganz unvorbereitet bin. So. Und Gold hat mir gefallen. Vorher noch gar nichts gehört? Cool. Nee, ehrlich gesagt, ich bin so ein krasser, mittlerweile so Anti-Deutschrap, Digga. Ich probiere mich da ein bisschen abzuschotten. Verständlich, Digga, verständlich. Ist einfach viel, viel Algorithmusmusik, sage ich immer. Aber das ist ja bei dir zum Glück nicht der Fall. War auf jeden Fall war schön anzuhören. Ja, man fand es cool, dass du das so verschachtelt hast, die Art und Weise, wie du schreibst. Und die Struktur hat mir gefallen. Fand ich cool. Korrekt, danke, Hermann. Du hast irgendwo auf, ich glaube, auf Gold hast du gerappt, so du und dein Bruder, ihr macht alles alleine. Ist ja, das dein genau. leiblicher Bruder? Nein, nicht mein leiblicher Bruder, okay. Aber ein Partner von mir, jetzt, mit dem ich seitdem ich, glaube ich, bin 27, seit 13 Jahren oder so, seit dem 14. oder so kennen wir uns schon. Okay, krass, weil ich hatte direkt so die Assoziation, das direkt gefühlt, weil halt mein Bruder. Du machst es mit deinem Bruder, ne? Mit 86 Kilo. Alles auch alleine machen, ne? So? Genau, und das ist halt mein leiblicher Bruder. Ja. Deswegen dachte ich gleich, okay, das ja, muss ich auch, fragen, ob das dein mega, leiblicher mega. Bruder ist. So. Digga, mach alles rein, sonst gar kein Thema. Ich bin da, glaube ich, auch. Ich bin eher der süßere Kerl. Ich mache jetzt hier einfach mal, ich bin mal so frei. Ja, gut, ja. Und mach alles rein. Ich habe ja, wie gesagt, es auch extra mitgebracht zum Killen, Digga. So, das war jetzt. Ich wollte gar nicht Mandel. Ich wollte eigentlich Nougat, jetzt ist schon Mandel drin. Wie? Seit wann bist du im Game? Seit 2017 jetzt. Das ist mein erstes Mal so released quasi so offiziell. Aus welcher Stadt kommst du? Kiel. Kiel, okay. Ja, Schleswig-Holstein im Gebäude, Dickerchen. Eigentlich komme ich noch aus einer kleineren Stadt oben im Norden noch weiter. Ja, ja. Aber ich bin dann, als ich 17 war, nach Kiel gezogen, habe dann mich da entschieden. So. Alleine schon mit 17 gewohnt? Oder? Nee, mit einem Kollegen in der WG auch. Der jetzt auch, wo ich sag, ich mache alles mit meinem Bruder selbst so quasi. Haben wir damals in der WG gewohnt, dann bin ich da nochmal raus, dann alles. So auf Nordisch und so. Schön Teechen. Dankeschön. Was sagt man da? Sagt man ja kein Cheers, oder? Prost. Prost. Moin, moin. nein, da sagt man Prost. Ah, du wirst dann auch sehen, wenn er sich so richtig aufgelöst hat, du hast dann so einen ganz kleinen Ölfilm, der oben mitschwimmt. Ja, ist schon direkt gerade entstanden, ja. Mhm. Ist auf jeden Fall, boah, lecker. Habt ihr auch eigenes Label dann gegründet? Oder? Genau, Schattenspiel Records. Schattenspiel Records, genau. Mit denen sind wir jetzt dann quasi mit Distri, wo du ja dann auch bist. Ah ja, vertriebmäßig. Vertrieb, genau. Ansonsten habe ich ja auch mein eigenes Label. So. Von Anfang an würde ich auch jedem empfehlen. Schlauste Weg, den du gehen kannst. So. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin an sich gar kein Fan von Social Media. Das ist die absolute Lebenszeitverschwendung aus meiner Sicht, gerade jetzt mit einem Baby zu Hause. So. Da merke ich einfach, wie viel Zeit und Konzentration für diesen kleinen Menschen einfach notwendig ist. So, das will ich einfach gar nicht auf Instagram verschwenden, so an Lebenszeit. Darüber hinaus muss ich ehrlich sagen, war ich auf Facebook damals schon einer der Letzten. So. Auf Instagram war ich einer der Letzten. So. Ich habe es immer probiert, so lange wie möglich von mir wegzuschieben. Aber irgendwann kommst du halt promotion-technisch, reichweitentechnisch da gar nicht mehr dran vorbei. Da musst du den Spaß halt mitmachen, auch wenn ich kein großer Fan von bin. Auch viele Fans, die dann pöbeln, so, ey, du antwortest nie auf deine Nachrichten und sowas. Ja, Dicker, ich habe gar nicht die Zeit. So. Da sind dann irgendwie 9000 ungelesene Nachrichten. Ich schaff das nicht, Dicker. Ich habe einfach auch viel zu viele andere Sachen zu tun. Ich habe ja nicht nur Rap, so, weißt du. Ich habe noch ein paar Side-Businesses, so anderen Hustle, den ich betreibe. Dazu kommt mein Kind so, mein Hund braucht viel Aufmerksamkeit. Dann will Frauchen noch Zeit für sich haben. So. Und dann zerreißt du dich schon. Nebenbei machst du ein Album, musst deine Geschäfte irgendwie regulieren. Und also, nee. Ich finde auch, Social Media frisst auf jeden Fall Seele. So. Was bist du für ein Baujahr? 96. Tschüss, 96, Digga. 96 bin ich draußen rumgerannt und wir haben uns gegenseitig runtergeklingelt. So, weißt du, ey, hier ist Oliver, kann bitte der Yves runterkommen oder sowas, Digga. Oder dass man sich halt, keine Ahnung, hat man gesagt, ey, wir treffen uns 13 Uhr auf dem Basketballplatz und 13 Uhr waren alle da und da hatte keiner ein Handy. Das hat alles funktioniert, Digga. Heute haben sie alle ein Handy und kommen trotzdem zu spät, so ist es halt. Ich war relativ spät auch, ich war 15, 16, bis dann hatte ich immer nur so Tastendinger mit Snake auch drauf. Und so. Ja, geil. Also ja, vorneweg, ich bin jetzt mal so frei. Ich habe Geschenke dabei. Ich habe für den Bruder Geschenke Spaß, dabei. Digga. Und zwar hier eine kleine Promo in eigener Sache. Ich habe die von Exotic Seed. Eine Mischeschale mitgebracht. Geil, Dicker, danke schön. Dazu ein Exotic Seed Sticker und ein Herz OG Sticker und
auch wenn es in Deutschland höchst illegal ist. Ich habe meine Seeds mitgebracht, hier, falls du anbaust oder Freunde hast, die anbauen. Ich habe Herz OG meine eigene Sorte mitgebracht. Vielen, vielen Dank, drei Stück, finalisiert. Krass. Ordentlich THC. Gönn dir, Dicker. Probier's mal aus, kannst mir ein Feedback schreiben oder ja, so. Ey, wirklich. Vorausgesetzt, ich lese die Nachricht so. Kannst du mir deine, vielleicht ein WhatsApp geben? Ja, genau, machen wir nachher, wenn das Ding durch Dicker, ist. Mega, danke schön, Mann. Hier mein Volcano habe ich noch mitgebracht. Den kenne ich. Genau, da können wir uns hier noch einen schönen Ballon reinzimmern. Aber ich würde sagen, lass uns doch ganz gediegen mit einem Joint starten oder sowas, wa? Sehr gerne. Soll ich mal einen bauen? Da wollen wir uns jeder einen bauen. Jeder einen bauen ist auch nicht schlecht. Können wir theoretisch auch machen. Ich habe auch, muss ich hier auch noch mal kurz Werbung in eigener Sache machen. Ich habe hier CBD-infused Papers noch dabei von Rohr. Ziemlich geile Nummer. Ich bin ein klassischer Jointraucher, ja. Ich rauche mit Tabak auch und so. Ich bin da eigentlich voll oldschool, was das angeht, so. Ja, ich bin seit 23 Jahren an der Bong. Klingt voll Junkie-mäßig so. Wenn die Bong sauber ist, ist alles ja, cool. Natürlich. Ach, in Deutschland hat es irgendwie so ein Penner, arbeitslosen Junkie-Ruf. So in den USA wird Bong viel mehr zelebriert als hier, Dicker. Das ist ganz krass, ganz anderer Vibe dort drüben. Die von alle, die rauchen alle Bong, ne? Das ist ja ganz normal. Jetzt nur die Sache, was wollen wir denn verbauen? Ich habe hier ein Orange Punch Mimosa dabei. Das riecht auf jeden Fall wie Himmel auf Erden ein bisschen. Ich habe dich, glaube ich, vorhin schon mal dran riechen lassen, ne? Aber das ist geschmacklich so mega krass, da würde ich fast sagen, das sollten wir vielleicht im Vaporizer, im Volcano dampfen. Ja. Aber wir können auch einen Joint vom bauen, ich bin da entspannt. Dann habe ich hier Space Jam dabei. Boah, das habe ich gestern Abend das erste Mal geraucht. Das hat mich auf jeden Fall ordentlich weggescheppert. Ich bin jetzt noch ein bisschen matsch davon. Auch richtig fein. Ja, definitiv was ganz Feines. Ja, da sind ein paar Popcorn-Buds dabei, die ganz großen sind unten. Und dann habe ich hier noch Mandarin Cookies. Falls du da auch noch mal dran riechen willst. Ja, sicher. Ja, ich überlege gerade, was wir bauen. Das riecht auf jeden Fall wirklich richtig herrlich hier, Digga. Mimosa sowieso immer einer meiner Favorite Strains. Absolut, bei mir auch. Also klar, mein absolutes Favorite ist natürlich Herz OG. Aber wie ich vorhin gelernt habe, haben wir hier auch ein bisschen Kusha-Kusch dabei. Das ist ja quasi die Hälfte vom Herz OG. Geh mal direkt hin. Ja, woraus ist denn da die Kreuzung? Das ist ein Kusha-Kusch mit einem Larry OG gekreuzt. Das Larry OG ist eine Kreuzung aus dem San Fernando Valley Kusch und einem True Original OG Kusch. Also kann auf jeden Fall was. Ich bin ja auch großer Kusch-Fan, aber ja. Ich rauche alles, Dicker. Ich bin da. Ja, so wie gesagt, so ein Chemo-Haze und so lieber ja. Nicht so, aber ansonsten bin ich da echt offen für alles. Und das ist hier auch alles kein Kelly-Zeug oder sowas. Klar, Genetik ist aus den USA, weil das hier natürlich alles in Berlin hergestellt, sage ich mal. Ne? Also ich bin an sich kein großer Fan von Tabak, weil ich selber auch in meinem Leben noch nie eine Zigarette geraucht habe. Ach was. Das ist für mich einfach die größte Ekelnummer, die es gibt, so auch geschmacklich. Finde ich schon, wenn da nur ein bisschen zu viel Tabak im Joint ist, dann kommt mir die Kotze hoch, Digga. Also, echt so schlimm, ja? Ja, ich habe meine Schmerzgrenze ist so 80-20, Digga. Also, dass wir maximum 20% Tabak dran machen, dann ist schon kritisch so. Ein Joint an sich gerne pur. Beim Bonkopf mache ich gerne mal ein ganz kleines bisschen Tabak dran, so American Spirit oder so. Einfach damit der Gong noch ein bisschen härter ist. So. Weil am Ende ist es natürlich auch Tabak mit THC zusammen ist Mischkonsum. So. Wenn du dir mal diverse wissenschaftliche Studien dazu reinziehst, THC entfaltet aufs Gehirn eine ganz andere Wirkung oder im Gehirn eine ganz andere Wirkung, stimuliert ganz andere Areale als Nikotin und Tabak. Ja? Wenn du das aber kombinierst, hat es nochmal eine ganz andere Wirkung als beide einzeln. So. Und deswegen kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, so der bisher Gras immer mit Tabak gestreckt hat, so im wahrsten Sinne des Wortes gestreckt, so ja. Lass es doch weg, den Tabak, benutzt vielleicht CBD oder sowas oder rauch mal THC pur und vergleich mal die Feelings, ja, die Wirkung. Die ist aus meiner Sicht, und das werden eigentlich die meisten bestätigen können, viel leichter und so, ne? Ja, eine ganz andere, viel smoothere Nummer. So, ich habe eher dieses Uplifting-Feeling. Mhm. Ich bin viel gechillter, viel positiver. Und wenn ich mit Tabak rauche, drückt mich das immer mehr so nach hinten weg. Ich werde ein bisschen passiver, ich werde ruhiger. Dieses wirkliche
wirkliches Stoned-Feeling, so dieses Versteinerte, so, ja, das hab ich nicht, wenn ich Gras pur rauche. Aber sobald ich Tabak mit dran mache, auch dieselbe Sorte mit Tabak, ich habe direkt dieses, das einen so runterdrückt. So, deswegen tagsüber gerne THC pur und abends, wenn man dann runterkommen muss, mal so ein Bonkopf und eine Prise, wirklich nur eine kleine Prise Tabak, scheppert dann nochmal anders auf jeden Fall. Wie sieht's bei dir aus? Du mischst mit Tabak, ich, ja? Ich rauche mit Tabak, ja, ich bin da schmerzfrei quasi. Ich also weiß aber auch, dass jeder seinen eigenen Joint. Ja, ich glaube, obwohl ich dann unter diesen Umständen jetzt hier natürlich nach so einer Ansage dann auch, glaube ich, lieber einen puren baue so. Musst du nicht. Also du kannst, wie gesagt, wenn da maximal 20% Tabak dran ist, dann koste ich das auch gerne mal. Ich will jetzt hier gar nicht so Diva-mäßig sein. Nee, alles cool, Digga, alles cool. Das ist ja einfach gesünder auch im Endeffekt am Ende des Tages. Ja, am Ende des Tages das Gesündeste, was du machen kannst, ist einen Vaporizer benutzen oder das Zeug futtern, wa? So, das, damit tust oder du deinen Zuckern. Oder so, wobei Zucker an sich auch nicht so gut ist. Ja, das stimmt, das ich habe ja auch, ich weiß nicht, was du für Tipps benutzt. Ich bin an sich kein großer Aktivkohlefilter-Fan. Ich habe aber hier was mitgebracht. Wo ist es? Hier, ganz neu, fresh von Lungensport. Aha. Aktivkohlefilter, die kann ich nur empfehlen. Die sind sehr, sehr gut. Ansonsten benutze ich eigentlich am liebsten hier ganz normale. Wie früher ja, halt, von Raw einfach so ein bisschen die sind gut, ja? Raw perforiert. Die sind okay, also dafür, dass ich, die sind schon sehr gut. Also ich bin halt einfach nur kein großer Aktivkohlefilter-Fan, so. Mhm. Außer ich habe auch mal so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie nochmal, fehlt irgendwie ein kleines bisschen was. Also da geht irgendwie so ein minimaler Prozentsatz geht da irgendwie ja, verloren. Das stimmt schon, das vom normalen Joint vom Feeling her würde ich das bestätigen, ja. Nee, Plastikgrinder geht gar nicht, also. Ja, ne, viele Jahre Erfahrung, viele schlechte Erfahrungen gemacht. Also Plastikpartikel, die sich dann halt abnutzen, die du im Nano-Bereich dann am Ende mit in den Joint drehst oder halt anderweitig mitrauchst, das kommt auf jeden Fall gar nicht in Frage, so ein Plastikgrinder. Bei Metall muss man halt immer gucken mit der Legierung. Im besten Fall natürlich ohne Legierung oder dass der halt ja, schon, wie sagt man, den Zahn der Zeit so überstanden hat, dass er einfach schon gute Dienste geleistet hat, wie der Grinder hier, wo sich dann wenig abgenutzt hat. Ansonsten gibt es natürlich noch oldschool die Fingernägel, ne? Aber wer sich mal Aufnahmen angeschaut hat von dem Dreck unterm Fingernagel, unter dem Mikroskop, der wird dir schlecht, Digga. Der wird dir so schlecht. Das habe ich auch mal gesehen. Auch wenn Leute da mit den übelst dreckigen Fingernägeln einen Joint bauen oder die Mische machen, so, da bin ich schon raus. So, weil du rauchst diesen ganzen Dreck unterm Fingernagel indirekt auch mit. So, ne? Der, also es bleibt ja nicht alles unterm Fingernagel, da kommt auch ein bisschen was raus. Das Zeug ist so harzig, klebrig. So, da bleibt dieser ganze Dreck unterm Fingernagel schön hängen und kommt mit in die Mische rein. So, da bin ich raus, Digga. Ich muss direkt vorneweg sagen, ich bin da eher styletechnisch so unterwegs. Ich habe nicht viel Plan. Also ich kenne mich leider nicht aus. Ich angetäuschter Basketball-Fan. Also nee. Ich bin Hardcore-Basketball-Fan, seitdem ich klein bin, seitdem ich denken kann. So. Fußball hat mich dagegen nie so krass gezeckt wie Basketball. So. Nee, mich auch nicht. Ich bin allgemein nicht so im Sport drin, weißt du? Das ist aber dann eher okay. So dieses, Digga, wie ein Baller aussieht, das ist halt einfach fresh. So, ne? Das, also es ist einfach aber so. Machst du auch Sport oder bist du mehr so der Chiller? Ich früher skaten viel. Ja. Ich habe auch Bock wieder, vielleicht dieses Jahr, wenn das Wetter wieder gut wird, mal wieder aufs Brett zu steigen. So. Mhm. Aber nö, sonst eigentlich nicht. Ich habe eine Zeit lang, das waren 3-4 Trainings, war ich auch mal beim Basketballverein so. Aber das war ja. Sag mal, du hast jetzt mit Fingernägeln klein gemacht. Ja, ich habe das jetzt eben klein gemacht. Boah, Digga, geile Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde wahrscheinlich ganz oldschool ansetzen. Und von Savage King of Rap zeigen oder sowas. Ich habe auch jetzt an Azad gedacht, vielleicht so Azad Leben. So halt die Kings von früher, so, weißt du, ich meine, aber jetzt nichts Modernes, Neues, so. Kein Afro-Trap-Scheiß oder sowas. Ich würde so echt so Azads Anfänge, da war auch viel mit Samplen und Scratchen oh ja, und so. Er hat ja auch die Beats selber gebohrt und so, ja, schon sehr, sehr geil. Völlig krass, also Leben echt unnormal geiles Album. Voll, habe ich auch zu Hause. Nee, ich komme sogar von anderen Seiten, ich bin mit Sammy, in Sammys Team eher gewesen, Sammy Deluxe. So. Team Sammy. Ja, aber ich... Auch ein krasser Rapper. Ja. Technisch eine 1, Digga. Und was der Freestyle ist, geisteskrank. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Was geisteskrank, Digga. Ich freue mich auch richtig doll. Der hat jetzt angekündigt, kommt ein Album mit Moloko Plus, Digga. Okay, so krass. Passiert, Digga, Moloko Dilemma. Wie gesagt, gar nichts auf dem Schirm. Ich verfolge gerade gar nichts, aber interessant. Kommt, der erste Single ist jetzt rausgekommen, Daddy's Home. Ja, man kann sich auch bloß wirklich jedem empfehlen, Digga. Sam Deluxe zu hören. So. Das hat mich zu Deutschrap gebracht.
Tatsächlich zu Deutschrap gebracht oder im ersten Deutschrap, den ich so bewusst gehört habe, war, glaube ich, Wissen, Flow und Talent von Royal TS, aka Die Sekte. Die erste Kassette. Die hatte ich eigentlich auch. Ich habe die mal, ich war so dämlich, ich habe die verliehen an eine Olle so und dann hat man sich aus den Augen verloren und ich habe die Kassette nicht mehr, Digga. Das war die. Ich habe zum Beispiel auch die letzten Tape von Act One und Mach One, Revolution, also mit dem R in Klammern, Revolution, Evolution. Da war ich mit Sadi, weiß nicht mehr, lass mich lügen, 2013, Vorgruppe von Mach One auf einer Tour, auf 4 Stops oder sowas. Und dann habe ich dieses Tape mitgenommen und dachte mir, boah, jetzt hast du die Chance, das auch noch von denen signieren zu lassen. So. Und dann haben wir Akte und Mach das noch signiert. So. Und ist auf jeden Fall auch so ein emotionaler Wert. Habe ich früher auch viel gepumpt. Ganzen Bassbox, Royal Bunker, Die Sekte. So. Das waren meine Anfänge, meine Einflüsse auf jeden Fall. Der echte Original Royal Bunker, der war ja tatsächlich bei mir um die Ecke. Ich wohne ja im Bergmann-Kiez und der war da Mittenwalder Straße. Das ist heutzutage, glaube ich, ein Puff oder so ein Sexkino oder sowas. Und das war früher der erste echte Royal Bunker. Der ist ja dann später in die Falkensteinstraße gezogen. Aber nee, da war ich viel zu klein. Da war ich ein kleiner Steppke-Dicker. Da waren die, weiß ich nicht, 18, 19, 20, ich war so 11 oder sowas. 12 vielleicht. Da habe ich mir den Scheiß reingezogen, Alter. Und damals wusste ich auch gar nicht, wo das ist und wie ich das finde. So, da gab es noch, ich weiß noch, von Steiger diesen Royal Bunker Newsletter und sowas, wo dann, das war so mein erstes Hip-Hop-Medium, so der Royal Bunker Newsletter, Digga. So, voll so oldschool. Geil, aber die Zeit, ne, so richtig legendär klingt das, Digga. War auch legendär. Ich höre sonst auch Podcasts, ich höre gerne so Crime-Sachen. Geil. True Crime-Shit, auf jeden Fall. Mordlust habe ich mir alle Folgen irgendwie einmal reingezogen von zwei so Mädels. Sonst diese Standardsachen, ne, gibt's bei YouTube einen True Crime Podcast. Auch so bei Netflix, sonst bin ich auch mal bei so Krimi-Sachen am Start. Ja, True Crime, wahre Verbrechen. Wenn das da auch noch davor steht, dieser Fall, ist basierend auf wahren Begebenheiten, bin ich komplett drin, Digga. Ja, meine Frau zieht sich sowas auch rein, aber da bin ich ein bisschen raus. Das zeigt mich nicht so hart. Ich stehe drauf, mir Lex Friedman reinzuziehen oder Joe Rogan Podcast, wo die dann halt wirklich 2, 3, 4 Stunden am Stück sabbeln. So. Lex Friedman kann ich nur empfehlen, ist ein bisschen intellektueller, ein bisschen verkopfter alles. Ist ein russischstämmiger Amerikaner, der am MIT, glaube ich, Informatik nicht mal studiert, sondern ist, glaube ich, so Professor oder sowas. Und der hat mega krasse, also es hängt natürlich immer von den Gästen ab und den Themen so, aber kann ich eben nur empfehlen, check mal Lex Friedman aus, übergeil. Friedman oder Breedman? Friedman. Also so jüdischer Russe oder Kasache, ich weiß gar nicht mehr, aber ist amerikanischer Staatsbürger. Welche Folge kann ich empfehlen? Die mit Elon Musk war sehr, sehr witzig. Ach krass, war der auch da. Ja. Was war noch gut? Mit Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum, also von der Blockchain. Charles Hoskinson war krass, der Founder von Cardano. Ja, schon eine ganze Weile. Also mega krypto interessiert auf jeden Fall, ja. Guck mal, die Sache ist die, wenn du jetzt nur auf die Price Action, auf PA achtest, nur auf die Volatilität, dann ist das eine sehr eindimensionale Betrachtungsweise. So, für mich ist das viel mehr als nur der Preis, der da steht. So. Es ist eine Art Ideologie, eine Art Philosophie, gerade in Bezug aufs Geldsystem. Es ist dezentral. Es ist begrenzt, es ist Open Source. Alles, was man von der Art und Weise, wie wir Geld kennen, was das halt eben nicht ist. Also ist das komplette Pendant dazu, das Gegenstück. Und ich sag jetzt nicht, ich bin jetzt nicht unfassbarer Maximalist, der sagt so, ey, Bitcoin wird die Weltwährung werden oder sowas. Aber ich finde es einen schönen, interessanten Ansatz, digital eine Möglichkeit haben, so deinen Wohlstand zu bewahren, auch als Hedge gegen Inflation. Du kannst die ganze Welt bereisen, brauchst nur deine Seedphrase, kannst überall eine neue Wallet aufmachen oder halt wieder recovern oder nimmst den Ledger gleich mit so. Aber Digga, da bin ich dann wirklich, habe ich das Gefühl, zu kleingeistig, Hand aufs Herz mäßig, weißt du, ich meine, so wie du gerade direkt losgelegt hast, so weißt du, da muss man schon wirklich ein Know-how irgendwie haben, so sich das anzueignen,
Learning by doing, Digga. Ja. Du musst halt irgendwo einfach mal anfangen, ne? So. Schmeckt nicht lecker, Digga. Wow. Orange Punch Mimosa, Digga. Wow. Also zu meiner Hardcore-Zeit habe ich tatsächlich morgens erstmal direkt nach dem Aufstehen Kopf geraucht, so. Aber da bin ich ein bisschen von weg zum Glück. Ja, bei mir auch. Ich habe eine Zeit lang so geraucht. Also weißt du, das wechselt sich so ab. Jetzt die letzten 2 Wochen habe ich relativ wenig geraucht. Aber ich habe auch Zeiten, da ist morgens bis abends nonstop und nachts aufwachen und weiter rauchen irgendwie, weißt du so. Ja, aber jetzt gerade merke ich auf jeden Fall auch, wie sich das schon ankündigt, weil ich habe ja die letzten 2 Wochen, 3 Wochen, weißt du, auf 2, 3 Joints am Tag, weißt du, auf ganz, ganz gediegen. Das ist entspannt bei mir. Ich habe sonst Tage, Wochen gehabt, 2, 3 Joints ist chillig, fast 7-8 Gramm am Tag geraucht, so weißt du, das ist ein bisschen übertrieben so. Ja. 2, 3 Joints ganz entspannt. Das ist eine Sucht von meinem Leben, ne? Ich kann nicht von heute auf morgen ohne Probleme aufhören. Ich esse nichts dann, also ich habe gar keinen Appetit. Und ich kann auch nicht so geil pennen gehen. Okay, es sind natürlich 2 Standardsymptome, die jeder Kiffer kennt, der mal eine Pause machen will oder mal aufhören will. So. Definitiv kann ich unterschreiben. Ich würde es jetzt bei mir aber gar nicht so als Sucht deklarieren. Es ist so ein normaler Bestandteil meines Lebens geworden, dass es wirklich auch... Also ich rauche auch zum Genuss. So. Ich rauche dann nicht nur, um das jetzt breit in der Ecke zu liegen. Ich bin ein produktiver Mensch. Ich habe eine starke Willenskraft. Wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das durch, egal ob ich high bin oder nicht. So. Das hat darauf keinen Einfluss. Also ich verfall jetzt nicht in eine so klischee-mäßige Kiffer-Lethargie oder sowas. Das habe ich gar nicht. Das würde ich auch nicht sagen, genau. Da würde ich mich anschließen. Das. Aber ja, wer 23 Jahre kifft wie ich, so, da werden sicherlich die ein oder anderen Leute sagen, wenn die das sehen und hören, so, ey, Dicker, du bist auf jeden Fall ein fetter Junkie, so, kommst davon nie wieder weg. Doch, ich habe es mir auch mehrfach schon bewiesen in meinem Leben, so, ich kann auch immer wieder eine Pause machen, so, ich verbinde das dann auch tatsächlich immer wieder mit viel Sport und gesunder Ernährung, weil ich schon dazu neige, dass, wenn ich kiffe, ich jetzt nicht unbedingt gesund esse oder halt über die Maßen, so, ich kenne manchmal keinen Stopp, so, dann wird halt das Ben & Jerry's Eis bis zum Boden leer gefressen in einem Zug, so, gib mir 15 Minuten, so. Weißt du, wo ich, wenn ich nüchtern bin oder halt mal 1-2 Wochen nicht kiffe, so, dann rühre ich das nicht mal an, so. Ich komme nicht mal auf die Idee, mir in Ben & Jerry's reinzufahren, schon gar nicht den ganzen Topf, so. Aber wenn ich high bin, Gnade dem Topf Gott, Digga, so, ich werde dich aufessen, Alter. Bei mir kommt das so auf den Pegel an, jetzt die letzten Wochen, wo ich weniger rauche, dann die Joints dann auch wirklich mal wieder eine Wirkung aussetzen, irgendwie, sonst ist das ja so der Normalzustand, wenn du echt fast 10 Gramm am Tag rauchst du gefühlt, bist du ja immer so breit, weißt du? Und dann ist es auch irgendwie der normale Standardzustand. So. Dann ist ja, dann habe ich das nicht mehr gehabt. Aber jetzt, die letzten Wochen auf jeden Fall auch wieder, ja. Ja, Digga, auf jeden Fall. Ich hänge dann da nachts und krieg dann so Bock auf irgendeine Scheiße, Digga, die ich sehe, so irgendwie auf dem Handy oder so. Dann muss ich denn das machen. Ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, intensiver ChatGPT-Nutzer. So. Ich habe das im November 2022 direkt in der 3.5 Beta-Phase gleich mitgenommen und da diverse Sachen auch probiert. Du kannst das Ding ja wirklich alles machen lassen. Ich habe das programmieren lassen. Ich habe zum Beispiel ein Kontaktformular für meine Website einfach von dem Teil programmieren lassen. Dann musst du halt dann sagen, welcher Programmiersprache die das Ding coden soll. Dann sagst du halt, ja, ich brauche in JavaScript ein Kontaktformular für meine Website. Das muss so und so integriert werden, blablabla. Und das Ding spuckt dir den Code dafür aus. Oha. Dann packst du den Code wieder da rein und sagst, kannst du das nochmal so Kontroll checken? So prüfe bitte deinen eigenen Code mäßig. Macht das auch nochmal, wenn irgendwo was fehlerhaft war, verbessert der das. Geisteskrank, ja. So, ich habe mir zum Beispiel einen Ernährungsplan von ChatGPT 3.5 aufstellen lassen. Ich habe mir einen Trainingsplan von dem Ding aufstellen lassen. Du musst nur die richtigen Fragen stellen. Dann spuckt er dir verdammt krasse Sachen aus. Und jetzt mit dem Update auf die 4.0er-Version ist das ganze Ding nochmal viel komplexer geworden. Du kannst zum Beispiel ein Foto von deinem Kühlschrank machen, mit den Produkten in deinem Kühlschrank, lädst es bei ChatGPT hoch und musst nur die richtigen Fragen dazu stellen, ne? Und fragst dazu, was er dir für Rezeptempfehlungen und Rezepte ausspucken kann. Essen, was er nur sieht. Von dem Foto, was er sieht. Und der spuckt dir 3-4 Gerichte aus, Dicker. Wie du das noch kochst und alles. Geisteskrank, Dicker. Ich dachte, die spucken nur so, also nur Texte aus, aber jetzt keine Codes, die dann wirklich funktionieren. Dicker, das ist so viel komplexer als, also klar, das ist schon geisteskrank, so mit den Stimmen resamplen. Da gibt es auch eine Seite, die heißt Resample AI.
Das können im Prinzip auch Kriminelle übertrieben krass benutzen. Es reicht ja schon, wenn du eine Sprachnachricht von einem Typen hast, so, den du irgendwie linken willst, so, jetzt auf mal ganz eklig, so, nicht, dass ich sowas machen würde, aber rein theoretisch kannst du die schlimmsten Verbrechen damit anstellen. Ich könnte jetzt, nur rein theoretisch, ja, hypothetisch, deine Stimme, nachher, wir tauschen WhatsApp aus, wir schicken uns ein paar Sprachnachrichten, ich benutze dann deine Sprachnachricht. Lad das hoch bei Resample AI und lass dann mit deiner Stimme bei deiner Oma anrufen und sagen, hey Oma, ich bin ein Problem, ich habe hier ein bisschen Stress, kannst du mir 5000 Euro überweisen auf die und die Bankdaten, zack, und das mit deiner Stimme, Digga. Die wird das machen. Jetzt nur mal geisteskrank gedacht, so, ey, du kannst damit ausrasten. Es ist alles Fluch und Segen, Digga. Das habe ich tatsächlich, also man wird, Rappern wird ja immer nachgesagt, man wäre irgendwie so egozentrisch und narzisstisch, aber ich habe tatsächlich jetzt nicht ChatGPT gefragt, ey, wer ist Herzog 030 oder so, keine Ahnung. Wenn das nicht weiß, improvisiert ChatGPT und produziert Lügen, muss man dazu sagen, das Ding ist nicht fehlerfrei. Ne? Wenn es was nicht weiß, probiert es zu kaschieren und lügt dich an, Digga. Sachen, die er weiß und wo er zugreifen kann über die Datenbank, das macht er durchaus sehr richtig. Er korrigiert sich ja teilweise auch nochmal selbst. Aber wenn es nach Wissen gefragt wird, was ChatGPT halt nicht weiß, dann spuckt er dir irgendwelche Lügen aus. Aber das Ding haben die ja noch nicht mal mit dem Internet verbunden. Wenn das Ding dann erstmal die aktuellsten Infos live quasi aus dem Internet zieht, alles, was gerade passiert, dann ist vielleicht sogar schon vorbei, ja. Digga, keine Ahnung, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das ist so, irgendwie wäre das ja unnormal fake, weißt du? Aber irgendwie, ich weiß nicht, Digga, allgemein auch zu dem Thema so Ghostwriting und so. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, Digga. Ich habe da keine richtige Meinung zu. Ich habe bisher halt, er hat alles nur alleine geschrieben und mal mit einem Kollegen zusammen dann, weißt du, wo ich meinte, Bro, guck mal, ich bin jetzt an dem Reim und er ist ein Brain, Digga, er haut dann da sonst was raus. Und ich denke so, ja, okay, das ist echt krass, das rappen wir so, weißt du, weil es ballert uns gerade unnormal zusammen, wie wir das schreiben. Aber jetzt einen kompletten Song von jemand anderem geschrieben, den selbst zu rappen, ich kann den ja nur so rappen wie Buddha, weil ich ja Buddha bin in dem Sinne dann so, weißt du. Oder Herzog kann den ja dann auch bloß in seinem Herzog-Style rausbringen. Ist ja egal, ob ich den Song geschrieben habe für ihn oder so. Vielleicht würde ein Fan von ihm das gar nicht hören. Das ist so eine persönliche Einstellungssache, echt, glaube ich, weißt du? Also für mich kommt halt Ghostwriting nicht in Frage. Wer das für sich in Anspruch nimmt, soll es tun. Ich bin da jetzt auch niemand, der sagt, okay, dadurch bist du jetzt irgendwie weniger Rapper für mich so. Nein, du kannst ja trotzdem krass rappen, aber du bist halt für mich dadurch ein bisschen weniger Künstler. Hat er aber auch krass on point gebracht, also er hat ja für beide sogar geschrieben und er hat es genau in deren Style, so wie es sein muss, überhaupt nicht. So wie er es geschrieben hat, hatte das ja schon gar kein Jay-Z-Style. Digga, darauf muss ich gerade erstmal klarkommen. Nee, der hat einfach den Part von Snoop geschrieben. Und Dre, von beiden, Digga. Auch die Hook und so. Ein Part für Snoop Dogg, Digga. Dr. Dre ist ja natürlich ist auch krasser Rapper und so, aber das ist ja nochmal irgendwie nicht... Also Snoop hat ja so einen eigenen Style und Attitude irgendwie so. Digga, das fickt gerade mein Kopf, Digga. Habt ihr Gigabier mitbekommen? Neue Biersorte von Tesla irgendwie? Ja, so ein Dreierpack kostet $90. Es gibt so eine Berliner Brauerei, die heißt irgendwie Cyberhopf oder so. Ich erzähle dir irgendeine Scheiße, Digga. Stimmt, da war ja noch was. Wir wollten ja noch so ein Ballönchen rauchen, Alter. Ich hab auch so ein Laberflash, Digga. Tut mir leid, Alter. Ich bin auch jetzt schon bereit gerade, Digga. Der Zucker ist angekommen, glaube ich, ja. Ja, der scheppert nochmal anders, auf jeden Fall. Der Jibbit auch, Digga. Boah, ich bin auch schon gut stoned. Also der Tee ballert nochmal anders mit dem Zucker. Schmeiß weg. Jo. Einfach nur Lippen ran, gegendrücken und dann ziehen. Also du musst es reindrücken, genau. Todeslecker. Mhm. Orange Punch Mimosa, Dickerchen. Aus Berlin. Ja, schmeckt zu krass. Aus Neukölln. Also besoffen, ein Rauchen ist gar nicht gut. Aber erst ein Rauchen und dann saufen, ja, das geht immer. Ja, klar, Digga, aber... Auf vielen, aber andersrum, so, Digga, ich hatte Nächte ohne Spaß. Ich habe echt auch eklige Alkoholexzesse hinter mir. So. Ich trinke auch nicht mehr seit Monaten, weil es hat überhand genommen auch so. Ich sag auch immer zu meinen Homies immer und so, ich bin trocken jetzt, Digga, weißt du, so hart das klingt, aber das hätte mich auseinandergesägt. So, ja, Digga, musste wirklich einfach sein.
meine Leber ist auch ein bisschen geschädigt und so. Und dadurch halt wahrscheinlich auch, weißt du, weil ich habe sehr früh angefangen zu trinken und auch immer bis zum Get-No so. Und ist nicht cool auf jeden Fall am Ende mehr gewesen, so, weißt du. Du sagst, okay, ich trinke ein, zwei Jackie-Dosen und so, am Ende hängst du wieder so halt tot im Taxi nach 10, 12 Dosen und so. Das, ich hatte das nicht mehr in der Hand, weißt du. Ich kann leider nicht ein Bier trinken mit jemandem. Ich trinke ein Bier und dann bin ich so, okay, Bro, let's go, was machen wir jetzt, weißt du. Und das am besten ein Sixpack holen. Ich will gar nicht wissen, wie klein meine Augen sind, Digga. Warte, Digga, ich bin nicht auch komplett. Fly auf jeden Fall, das ist perfekt alles. Wow. Guck mal, dieser Blick, Digga. Das schmeckt schon super fruchtig einfach. Ich würde auf jeden Fall sagen, holt euch mein Album. 28.04. Baut keine Scheiße, macht keine kriminelle Kacke. Denkt nicht irgendwie, irgendeine Scheiße machen ist cool oder so. Es ist auf jeden Fall nicht cool. Bleibt entspannt, seid friedlich. Wenn alle friedlich wären, hätten wir viel weniger Probleme. Schön gesagt. Und, ja, hört man, einander zu. Ja, man hört aufeinander. Kommunikation ist das Schwerste eigentlich, Digga, was es gibt so. Ja. Aber kommuniziert miteinander und seid chillig einfach. Und sucht nicht nach den einfachsten Lösungen. Es ist alles wesentlich komplexer, als ihr denkt. Und ja, man. Rein in den Kaninchenbau, Digga. Happy 420 auf jeden Fall an die ganze weite Welt raus. Ja, man. Happy 420.